durchatmen. Das vor uns liegende Osterfest gibt uns Gelegenheit, wieder etwas freier durchzuatmen. Wir können wieder mehr in Gemeinschaft in unseren Häusern und unseren Kirchen, in den Gottesdiensten, die Osterfeiertage begehen und die Gottesdienste miteinander feiern. Aber so richtig zum Aufatmen ist uns noch nicht zumute. Zu sehr bedrängt uns immer noch die Pandemie. Zu sehr erschüttert uns der Krieg in der Ukraine mit dem Schicksal vieler Geflüchteten. Zu sehr bedrängen uns vielleicht auch im persönlichen Leben die Fragen und die Sorgen, wie es weitergehen mag, ob durch Krankheit oder wirtschaftliche Situation. Hier in Essen wurde die Passion Jesu Christi mitten in der Stadt, hier im Leben, im pulsierenden Leben aufgeführt, und sie hält in uns wach, dass wir an einen Gott glauben, der Tod und Leid, der Verrat nicht ausgeklammert hat, sondern bis in diese Tiefen für uns hineingegangen ist und uns damit erlöst hat. Ostern ist die Zeitenwende, die uns eben zeigt, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Und vielleicht können wir dadurch ermutigend auch Menschen zur Seite stehen in ihrem Leiden, ihrer Krankheit, in Solidarität, im Miteinander und Füreinander oder auch im Aushalten wie Johannes und Maria unter dem Kreuz und im Gebet füreinander. Und so wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Lieben gesegnete und ermutigende Ostertage. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durchatmen können. Aber Ostern lässt uns aufatmen, weil wir die vertrauensvolle Gewissheit haben, dass es diesen Jesus Christus gibt, der für uns ins Leben gegangen ist und uns im Leben begleitet. Deswegen können wir an Ostern auch aufatmen. Wir können aufatmen, weil wir eben füreinander wissen, dass wir selbst über den letzten Atemzug unseres Lebens hinaus, dass uns Leben geschenkt ist, ein Leben in Fülle.